Hier in Berchtesgaden ist die Welt noch in Ordnung. Wer eine Lederhose braucht, lässt sich eine nähen. Billig ist so eine handgemachte Lederhose nicht, aber dafür hält sie auch mehrere Generationen. Das macht man individuell, wie einer will, so machen wir Hosen. Ne? Was kostet die jetzt? Die kostet bei 880. Doch nicht jeder will so viel Geld ausgeben. Reicht da nicht auch eine Billigvariante? Wir machen den Check und kaufen Hosen für unter 100 Euro. Und das ist unser Check-Team. Vier fesche Burschen mit Wiesenerfahrung. Sie gehen einkaufen. Bei C&A, bei Aldi, in einem der vielen Läden in der Bahnhofsgegend und im Internet, wo die Lederhose am günstigsten war. Als erstes soll die Qualität überprüft werden. Wir sind wieder zurück in Berchtesgaden und zeigen unsere Billiglederhosen dem gelernten Säcklermeister. Die Hosen von C&A und Aldi sind aus Schweinsvelurleder, das nicht besonders stabil ist. Heben tut das nur der Stoff. Den Rest kannst du reißen, ihr Ding. Und die anderen beiden Hosen? Vom Geruch her haben die beiden den stechendsten Geruch. Gell? Wir bringen die Hosen ins Labor. Das Ergebnis, eine Lederhose, und zwar die aus der Bahnhofsgegend, ist mit dem giftigen Chrom 6 belastet. Und zwar deutlich. Das Sechsfache des Grenzwertes. Dabei ist Chrom 6 seit Jahren verboten und gilt als allergieauslösend und krebserregend. Die Lederhose aus dem Bahnhofsviertel kann also von unserem Tester nicht mehr angezogen werden. Sie scheidet aus. Die anderen drei machen weiter. Jetzt geht's um die Optik. Wir fragen die Damenwelt, welche Lederhose sieht gut aus? Aldi gewinnt, Hose D aus dem Internet verliert. Wir machen in Sachen Optik noch einen zweiten Versuch. Diesmal muss eine gestandene Wiesenwirtin ran. Im Löwenbräuzelt treffen wir Stefanie Spendler mit Sohn Lukas. Auch bei ihnen fällt die Internethose durch. Lederhose D ist für mich absolut... Kommt überhaupt nicht in Frage, weil die ist einfach zu kurz. Die schaut meines Erachtens aus wie so wie im Kindergarten oder wie rausgewachsen. Aldi gewinnt bei der Optik. Doch bei der Wiesentauglichkeit kann diese Hose nicht punkten. Beim Härtetest auf der Münchner Rutschen und im Teufelsrad fällt sie durch. Nicht ganz formstabil, die ist ein bisschen weiter geworden. Und damit zur Siegerehrung unter Aufsicht der Bavaria. Die Hose von C&A gewinnt unseren Check. Dicht gefolgt von Aldi. Musik.